Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik Faultier Video hier vom MWC in Barcelona. Wir befinden uns hier gerade am Xiaomi-Stand. Xiaomi hat auf dem MWC seine neuen Flagship-Smartphones vorgestellt, das Xiaomi 14 und das Xiaomi 14 Ultra. Das Xiaomi 14 Pro wird es bei uns nicht geben. Die Dinge haben wir uns aber schon angeguckt, Kamera-Kit und sonst was. Xiaomi hat aber noch mehr vorgestellt, unter anderem das Xiaomi Pad 6S Pro. Xiaomis neues Vorzeige-Arbeits-Produktiv-Tablet startet bei uns ab 700 Euro in der 256-GB-Version, für den 100er mehr dann auch mit 512-GB-Version. Displaygröße 12,4 Zoll, Sie sprechen was von einem 3K-Display. Ja, 120 Hertz, aber auch kein AMOLED oder kein OLED-Display, sondern IPS-LCD. Sieht man, macht aber trotz der Spiegelung hier auch am Stand, und hier ist echt hell gerade, nach wie vor einen sehr schönen ersten Eindruck. Unter der Haube, weil ich es gerade in der Hand habe und mir denke, ganz so dünn, wie man das von einigen AMOLED-Tablets von Samsung oder von Huawei kennt, ist es nicht. Aber 10.000 mAh Akku ist drin verbaut, der mit 120 Watt geladen wird. Und das 120 Watt Ladegerät soll auch dem Ganzen hier beiliegen. Unter der Haube ein Snapdragon 8 Gen 2, also Vorgängerprozessor. Aber wir haben HyperOS hier drauf. Sowieso überall in aller Munde bei Xiaomi hier am Stand. HyperOS. HyperOS bedeutet bei Xiaomi gleichzeitig auch basierend auf Android 14. Also Android 14 ist drauf. Wenn ich hier in der Android-Version aufs Mannequin tippe, sehe ich auch den Hintergrund, also auch das zertifiziert. Oder so, ansonsten, wie gesagt, stinknormales Android-Tablet. Kamera auf der Rückseite, zwar in der Leica-Design-Optik, aber nicht mit Leica gebrandet, das gibt es hier nicht. Vier Lautsprecher sind verbaut und der erste Eindruck von der Performance und allem wirkt ganz solide. Zu den Updates hat man hier übrigens auch nichts gesagt. Warum sagte ich eingangs Produktiv-Tablet? Weil es Zubehör gibt. Den Xiaomi-Stift für den 100er. Geschenkt. Oh, interessant an der Stelle. Den lade ich auch wie beim iPad magnetisch, aber der kommt nicht zentriert oben drauf, sondern leicht versetzt an den Rand, dass ich dann noch an die An- und an die Lautstärkewippe anders komme. Jetzt kommt aber der Teil, wo es dann produktivmäßig wird. Wir haben ein Magic Keyboard dabei, einteilig, sehr schön, auf der Rückseite mit verstellbarem Ständer. Nicht drahtlos, sondern hier über diese Connection Pins wird dran verbunden. Ich habe meine Tastatur und jetzt kommt der Punkt, der es produktiv macht. Ich habe ein Trackpad. Und das ist ja das, wo Apple in der großen Version, ich glaube, 400 Euro für möchte. Xiaomi möchte für so einen Case, was jetzt einem Apple-Ding gar nicht so unähnlich ist. Ja, Apple hat das nochmal im schwebenden Design gemacht und vielleicht noch ein bisschen höherwertiger. Aber dafür kostet so ein Xiaomi-Zubehör 170 Euro. Ja, ich weiß, ich bin mir bewusst, dass ich gerade sage 170 Euro für ein Plastikcase, was in der Herstellung wahrscheinlich keine 3 Euro kostet oder sowas. Ne? Ist verhältnisweise günstig, auch wenn es das nicht so ist, aber es zeigt natürlich auch wieder, wie günstig man sowas machen könnte. Das ist aber nicht alles, was Xiaomi vorgestellt hat. Das Xiaomi Pad 6 kennen wir, wobei das Pad 6 Max in groß, das wird es bei uns gar nicht geben. Xiaomi hat nochmal Wearables vorgestellt, und zwar die Xiaomi Watch 2 gibt es hier wieder in allen Farben. Und oh, die geht immer los, wenn man dran geht. Piep, 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 pscht, 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 pscht. Gehen wir schnell weiter, denn es gibt natürlich nicht nur die Watch 2, sondern auch noch die Watch S3er. Etwas martialischer aufgebaut mit den drehbaren Lünetten mal wieder in diversen Designs. Und die Dinger waren ja auch noch abnehmbar. Wo da einer auch noch was geht, gehen wir einfach weiter. Die Frau, nette Dame, macht nämlich schon wieder alles gerade, was wir eben unordentlich gemacht haben. Die Smart Band 8, da kennen wir. Aber was jetzt auch ganz neu zu uns kommt, das Smart Band 8 Pro. Lassen wir das, schauen wir uns lieber das Xiaomi Auto an. Hinter mir dreht sich das berühmte Xiaomi Auto oder wie sie es offiziell nennen, das Xiaomi SU7. Hier in der größeren, stärkeren, schnelleren, weiterfahrenden SU7. Max-Version. Hinterteil sieht man jetzt auch endlich mal. Die, von der Seite gesehen gibt es ja genügend, die behaupten, es sieht aus wie ein Taycan mit Skoda-Rädern. Warten wir mal ab. Die Kiste soll ja dieses Jahr wirklich in China an Endkunden ausgeliefert werden. Was die weiteren Schritte von Xiaomi sein werden, meine persönliche Einschätzung, erstmal irgendwie in Asien, Afrika, Südamerika rausbringen, wo es vielleicht mit Autozulassung vielleicht ein bisschen anders gehandhabt wird, vielleicht ein bisschen leichter ist. Bis die Kiste dann auf westlichen Märkten kommen wird, das wird wahrscheinlich noch sehr dauern. Damit fahren? Nein. Da reinsetzen? Nein. Da irgendwie die Software mal testen oder sowas?
könnt ihr hier alles knicken. Man kann das Ding von außen bestaunen und sich denken, oh, da ist es endlich, das Auto von Xiaomi. Ich persönlich freue mich ja auch und ich kann den Hype so ein bisschen drum verstehen. Aber aus der Richtung kommen, dass ich sage, die letzten Jahre ging so viel Energie und naja, Know-how und Software und alles andersrum gesagt. Viele Sachen sind bei Xiaomi liegen geblieben, bei den Smartphones, bei den Smart-Home-Sachen. Mein Verdacht war ja immer, weil die ganze Kapazität ins Auto ging. Deswegen freue ich mich jetzt einfach, dass das Auto da ist. Das muss natürlich auch weiterhin noch gepflegt werden, aber einige Kapazitäten werden jetzt hoffentlich frei, wieder für andere Dinge. Das wünsche ich mir. Und wer weiß, wann wir die Kiste dann wirklich mal auch mal uns sehen sollten. Jetzt sind wir bei Samsung am Stand. Auch hier, die Smartphones kennen wir bereits. Die S24er wurden vor einigen Wochen bereits vorgestellt. Die Galaxy Buds 4er stehen auch da hinten. Auch die wurden von Samsung einfach, glaube ich, so mal rausgehauen. Was noch nicht einfach so rausgehauen wurde, bis auf die Ankündigung, ist der Samsung Ring. Sie hatten ein One More Ring auf dem S24er Event und jetzt haben sie ganz viele Ringe hier ausgestellt. Ganz wichtig, die sind noch nicht fertig. Die sind immer noch im Konzeptstadium, sollen aber in der zweiten Jahreshälfte von diesem Jahr auf den Markt kommen. Was stellt man sich jetzt darunter vor? Samsung, man gibt zwar von anderen Firmen, gibt es schon Smart Ringe und genau sowas macht Samsung jetzt einfach auch. Den Ring auf die Innenseite packen sie die ganzen Sensoren, die wir von Wearable Smartwatches, von Fitness-Trackern und sowas kennen, für die Pulsmessung, für die Sauerstoffsättigung, fürs Schlaftracking, für diese ganzen Gesundheits- oder wie es neumodisch heißt, Health oder wie es im Jahre 2021 ja heißt, AI Health. Dieser Ring sammelt dann die ganzen Daten, die ganzen Gesundheitsdaten, Bewegungsdaten und die werden dann an euer Smartphone, in die Cloud, an Samsung, wen auch immer, an eure AI geschickt und dann habt ihr halt diese Gesundheitsdaten ohne eine Uhr zu tragen, ohne ein Fitnessarmband zu tragen, weil Samsung sagt, gerade beim Schlafen mögen viele Leute keine Uhr tragen. Gut, kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Ich habe damit gar keine Probleme. Ich denke mir, ich trage das Ding so einen ganzen Tag, also kann ich es auch beim Schlafen tragen. Ich weiß aber, jeder Mensch tickt da anders und viele sagen, nee, sowas will ich nicht tragen. Beim Ring sagt Samsung aber, hey, so ein Ring, egal an welchem Körper, an welchem Finger, haben die Leute gar keine Probleme, das Ding auch beim Schlafen zu tragen. Ja, ne? Deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Sie zeigen hier drei verschiedene Farben. Schwarz oder so ein glänzendes Anthrazit, einmal klassisches Gold und einmal noch ein Silber in Titan und auf der anderen Seite einmal in 8 verschiedenen Größen. Bei den Größen ist einfach nur die Ringgröße, die Sensoren sind gleich, was aber einen Unterschied macht, finde ich schön, dass man daran denkt, die Akkukapazität steigt mit der Ringgröße, sodass ich natürlich den, ne, habe ich jetzt dicke Finger, brauche einen großen Ring, muss ich weniger laden, wie mit einem kleinen Finger oder sowas. Dazu sagt Samsung übrigens auch noch überhaupt nichts, wie oft die Dinger geladen werden, wie die Dinger geladen werden müssen. Nein, 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 nein. Was man ihnen aber entlocken konnte, weil man ja gerade bei Ringen denkt, oh, ist das jetzt auch eine Titanschicht außenrum? Nein, das sind alles Kunststoffringe oder Polymer, wie auch immer man Plastik nennen möchte. Ne? Wie die final werden, keine Ahnung. Anziehen konnte man das hier nur die wenigsten auserwählten Samsung-Mitarbeiter anscheinend. Es dauert noch. Wichtig ist einfach nur, die sollen zweite Jahreshälfte noch kommen. Kann man sich hier überlegen, es muss ja noch einiges anderes dieses Jahr noch von Samsung kommen, ob der Ring dann da dann vorgestellt wird oder ob die ganzen Wearables, die brauchen ja auch eine Aktualisierung, ob Samsung da nochmal ein eigenes Event macht, vielleicht ein AI Health Event. Warten wir mal ab. Aber auch interessant, dass Samsung da auch was Neues bringt. Mal gucken, wann die nächsten Firmen auch noch auf die Idee kommen, Ringe rauszubringen. Ich persönlich, bin ganz ehrlich, ich glaube, ist nicht so meins. Und jetzt sind wir einmal rüber zu Huawei gerannt. Ja, Huawei ist nach wie vor auf dem MWC. Huawei stellt auch wieder vorne aus. Hat immer noch die härteste Tür, um zum Businessbereich und zum Schnittchen Outdoor-Bereich zu kommen. Aber hier vorne direkt für alle sichtbar, das Huawei Mate 60 in der RS oder in der Ultimate Design Version. Das ist jetzt das neueste Ding mit der Keramikrückseite und dieser 1, 2, 3, 4, 5, also Octa-Core Design-Kamera-Anordnung auf der Rückseite, wobei das jetzt nicht 8 Linsen oder Sensoren sind, sondern 3 Kameras auf der Rückseite. Unter der Haube, das aber richtig Interessante, der Kirin 9000S, Huaweis eigenproduzierter, hinbekommener Smartphone-Chip, der ja schon bereits im normalen Mate 60 für Aufregung gesorgt hat. Das Ding
zeigen sie jetzt hier ganz normal. Ich glaube nicht, dass es vielleicht zu uns kommen wird, aber es ist natürlich auch ein schönes Gerät, was sich so langsam designmäßig ein bisschen weiterentwickelt von den ganzen Huawei-Designs, die wir aus den letzten Jahren alles so kennen. Vorderseite 6,8 Zoll großes 120 Hertz LTPO AMOLED-Display oder OLED-Display. Unter der Raube, wie gesagt, unsere 9000 Kirin S. Auf der Rückseite das Besondere bei den Kameras. Wir haben eine 48 Megapixel Hauptkamera mit einer variablen Blende von 1,4 bis 4,0. Wir haben 40 Megapixel Weitwinkel und wir haben eine 48 Megapixel optische Zoomlinse mit 3,5-fach Optik-Zoom. Aber dann, deswegen haben sie diese Landschaft mit versteckten Pandas. Mehr Klischee geht nicht, aber ich stehe drauf, hier hingebaut, dass ich hier 100-fach an die Pandas reinzoomen kann. Und Besonderheit auf der Vorderseite, wir haben drei Öffnungen. Jetzt könnte man meinen, super, drei Kameras oder was auch immer. Jein, wir haben eine 16-Megapixel-Frontkamera, die ja, wir haben wieder unseren 3D-Tiefentopf-Sensor für die Gesichtserkennung, für die Sicherheit und. Und wofür das dritte Loch ist, keine Ahnung. Ob sie es für die Symmetrie gemacht haben, ob sie darunter den Helligkeitssensor verbauen, wirkt ein bisschen seltsam. Auf dem Gerät natürlich wieder unser Harmony OS-System, beziehungsweise EMUI natürlich, wie es hier drauf kommt, EMUI Version 14. Und nein, ohne Google-Dienste, denn die US-Sanktionen nach wie vor am Start. Ich weiß, es gibt immer mehr Umwege. Ein paar Kollegen, man hat sich hier auf dem MWC bereits sehr darüber ausgetauscht, was auf den Huawei-Geräten geht und was nicht. Bis auf Banking und Pokémon Go laufen die Dinger eigentlich problemlos, habe ich mir sagen lassen. Ach, guck mal. Mit der Push-Notification, irgendwo hat jetzt einer seine FreeBuds Pro 3er aufgemacht und wollten sich hier verbinden. Ich muss ganz ehrlich sagen, optisch mit dieser geriffelten oder mit den Linien auf der Rückseite, mit der Keramiknummer, vielleicht nicht so ganz meins. Aber ich meine, sie machen mal was Neues. Diese Octagon-Anordnung wirkt auch mal ein bisschen fancy. Ich mag aber sehr den matten Rahmen und es ist wieder ein breites Gerät in der Hand, ein bisschen kopflastig. Aber unterm Strich, ich meine, das Ding hat sogar Satellitenkommunikation mit an Bord. Und jetzt nicht nur für die Notrufsommer, sondern ganz normal auch zum Chatten. Da ist einiges wieder sehr Cooles, was Huawei mit, ich meine, was Huawei hinkriegt, trotz der Sanktionen im Smartphone-Bereich. In China gibt es ja einige Mate 60 Geräte mit 5G, die hier natürlich aus lizenzrechtlichen Gründen gar nicht zeigen. Also, ne, und das sind andere Sachen. Sagen wir nichts drüber, aber es ist echt hart, was die hinbekommen, trotz der Sanktionen. Und wenn wir uns jetzt nochmal weiterdenken, ein, zwei Jahre weiter, dann hat sich das komplett mit den Chips erübrigt. Wahrscheinlich noch in ein, zwei, drei Jahren weiter auch bei den Notebook-Chips. Vielleicht dann wirklich der Harmony OS-Kosmos wächst dann komplett zusammen. Und zumindest für China ist es dann komplett unerheblich. Und was man von Mate 60 ja hört, die wachsen ja in China wieder mit damit. Ich weiß nicht, wenn wir so weiterdenken, ob die Amis sich damit einen großen Gefallen getan haben oder ob die Chinesen nicht irgendwann in ein paar Jahren wirklich komplett hardware- und softwaremäßig autark und unabhängig sind. Wenn ich mir das Gerät jetzt aber mal angucke, einfach nur so von vorne und vom Gefühl in der Hand, es ist einfach sau schade nach wie vor, dass Huawei nicht einfach am Wettbewerb, am normalen Wettbewerb teilnehmen darf. Sonst sähe der Markt heutzutage wahrscheinlich wieder komplett anders aus. So, aber das soll es jetzt gewesen sein. Schönes Abschlussteil, sowas nochmal in den Händen zu haben, davon nochmal zu berichten. Damit verlassen wir auch heute wieder den MWC hier aus Barcelona. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!